Okay, gut. Kann ich mich nur fragen, mit der Vorlesung? Ja, schön, dass Sie auch den Weg hierher gefunden haben, zu der unüblichen Zeit und in dem unüblichen Raum. Wir sind ja hier wir sind sogar in Sichtweite des IPSI, des Instituts für Psychologie. Und können wir uns ja heute ein bisschen heimisch fühlen. Wer von Ihnen war schon mal im IPSI? Ah ja, okay. Das ist Gebäude 24 für die anderen. Ja, du bist das. Okay, gut. Heute ist das Thema Deskriptivstatistik oder genauer gesagt multivariate Deskriptivstatistiken. Und diese Einheit 5, multivariate Deskriptivstatistik, hängt so ein bisschen in der Mitte, ja, kann man sagen. Das heißt, wir machen heute einerseits noch Grundlagen, es geht um Matrizen und wie man mit denen rechnet. Andererseits machen wir aber auch schon ein bisschen Vorbereitungen für die nächsten zwei Einheiten, wo es dann um beispielhafte, multivariate, frequentistische Verfahren gehen wird. Und was davon so die Grundlage ist und so ein bisschen Terminologie und Notation, werden wir heute auch in dieser Sitzung besprechen. Okay, also wir werden damit anfangen, dass wir zunächst mal so Datenanalyse-Szenarien diskutieren. Das ist auch nochmal so ein Anschluss an die Einheit 1, wo wir schon mal einen Überblick gegeben haben, was man machen kann, relativ dazu, ob die Variablen, mit denen wir arbeiten, univariat oder multivariat sind. Ja? Dann kommen wir zu den multivariaten Deskriptivstatistiken. Wir wollen also multivariate Deskriptivstatistiken einführen und zeigen, wie man sie effizient berechnen kann. Und zum Abschluss machen wir dann noch so einen kurzen Abschnitt zu den Grundlagen frequentistischer Inferenz, also Überlegungen, die dem zugrunde liegen, was Sie im Bachelor alle schon kennengelernt haben, also Hypothesentests, Konfidenzintervalle, solche Dinge. Und die auch dem zugrunde liegen, was wir nächste und übernächste Woche machen werden, weil dabei handelt es sich nämlich um frequentistische Verfahren für multivariate Daten. Gut, dann kommen wir zu den Datenanalyse-Szenarien und das ist jetzt so ein Abschnitt, wo wir ein bisschen ins Gespräch kommen können. Also ich bin da ein bisschen auf Ihre Mithilfe jetzt angewiesen. Wir werden darüber sprechen. Sie können sagen, welche Datenanalyse-Verfahren Sie gegebenenfalls schon kennen. Und wenn Sie die Fragen, die ich stelle, zu einfach finde, antworten Sie bitte trotzdem, damit wir hier in der Vorlesung vorankommen und, ja, und das auch weitergeht. Gut. Also, wir hatten ja bereits gesehen, dass man in so psychologischen Experimenten oft unabhängige und abhängige Variablen unterscheidet. Wer kann nochmal wiederholen, was der Unterschied zwischen unabhängigen und abhängigen Variablen ist? Bitte? Ja, die unabhängige Variable können wir halt frei manipulieren. Und die abhängige Variable ist quasi das, was beeinflusst wird, hoffentlich, von unseren unabhängigen Variablen. Also ist am Ende das, was wir messen. Ja. Sie hatten sich auch gemeldet. Wie wollten Sie es ausdrücken? Ja, ich habe so ähnlich, dass die abhängige Variable sich halt in Abhängigkeit verändert zu einem anderen. Ja, genau. Haben Sie irgendwie Beispiele, was eine abhängige Variable sein könnte? Bitte? Okay. Jetzt habe ich mich doch zu schnell gemeldet, weil ich dachte, mir fällt safe was ein, weil eigentlich gibt es sehr viele Optionen, aber jetzt. Die anderen? Wer möchte? Beispielsweise Stimulusmaterial, Buchstabe, Logo und also jetzt bei meiner Bachelorarbeit waren dann die abhängige Variable Illusion oder nicht. Okay, und das, was Sie als erstes genannt haben, waren die unabhängigen Variablen, die Sie variiert haben. Ja. Sie wollten auch was sagen? Ich hatte das Beispiel von von einem EKP, was als abhängige Variable in Abhängigkeit von einem aversiven oder positiven Stimulus, als unabhängige Variable. Okay, genau. Also, nochmal zur Zusammenfassung. Unabhängige Variablen sind Variablen, die wir typischerweise unter unserer Kontrolle haben, ja, die Teil des experimentellen Designs sind, die wir variieren, um zu sehen, wie sich diese Variation dann auswirkt.
Also beispielsweise die Zuordnung von Probanden zu einer Studiengruppe. Das wäre auch eine unabhängige Variable. Und abhängige Variablen sind die, die wir typischerweise messen, also mit Messgeräten, zum Beispiel Reaktionszeiten oder Fragebogenscores. Also Messgeräte ist hier in einem weiteren Sinne zu verstehen. Ja? Und das sind die Variablen, von denen wir annehmen, dass sie durch die unabhängigen Variablen beeinflusst werden, deshalb abhängige Variablen. So, und jetzt haben wir in der ersten Sitzung schon gesehen, dass diese unabhängigen und abhängigen Variablen natürlich sowohl eindimensional, das heißt univariat, als auch mehrdimensional, das heißt multivariat sein können. Und jetzt wollen wir uns anschauen, welche Datenanalysen und Methoden man verwenden kann, wenn eines von diesen vier Szenarien vorliegt, die Sie hier auf der linken Seite der Tabelle sehen. So, wir starten mal mit dem einfachsten möglichen Fall. Das wäre quasi eine unabhängige Variable und eine abhängige Variable. Wir stellen uns jetzt mal vor, dass die beide kontinuierlich sind. Dann könnten wir das so aufmalen. Dann haben wir hier auf der X-Achse die unabhängige Variable, hier die abhängige Variable. Und beispielsweise irgendein Datensatz, der aus vielen Datenpunkten besteht. Wenn Sie mit so einer Situation konfrontiert sind, was würden Sie dann tun? Ja? Korrelativ vorgehen. Also korrelativ vorgehen, richtig. Sie berechnen den Korrelationskoeffizienten, kann man auch statistisch testen, dann bekommt man einen P-Wert. Schön. Sie können natürlich alternativ auf eine einfache lineare Regression rechnen, in der das hier die beeinflussende Variable und das die gemessene Variable ist, plus noch ein Intercept, der dann hier quasi den Schnittpunkt mit der Y-Achse verkörpert. Und jetzt kann es ja natürlich sein, dass diese unabhängige Variable nicht kontinuierlich ist, sondern diskret. Ja? Also dass die nicht im Prinzip beliebig viele Werte annimmt, sondern dass die, sagen wir mal, nur eine endliche Anzahl von bestimmten Werten annimmt. Wir gehen mal jetzt von drei verschiedenen Leveln aus, die diese unabhängige Variable haben kann. Und dann würde unser Datensatz in der Visualisierung irgendwie so aussehen, dass wir hier ausklappen, hier und oft werden dann auch noch die Mittelwerte von Standardabweichungen irgendwie mit angezeigt. Was ist das statistische Verfahren, was Sie in so einer Situation anwenden würden? Ja? Varianzanalyse, also ANOVA. Richtig, Varianzanalyse. Genau gesagt wäre das eine einfaktorielle Varianzanalyse, weil wir hier nur eine Variable haben, die unseren Datensatz in Gruppen, experimentelle Gruppen zerlegt. Und wenn wir hier nur mit zwei Gruppen zu tun haben, dann können wir natürlich zusätzlich noch einen T-Test machen. Ja? Also zwei Stichproben T-Test, um zwei der Gruppen beispielsweise gegeneinander zu testen, im Hinblick darauf, ob ihre Erwartungswerte in der abhängigen Variable gleich oder verschieden sind. Gut, das wäre also dieses Szenario. So, dann erweitern wir das ein bisschen und wir betrachten weiterhin nur eine abhängige Variable, AV, aber wir gehen jetzt davon aus, dass wir mehrere unabhängige Variablen haben, UV, die sind jetzt hier mit X1 bis XM bezeichnet und die Beobachtungen davon sind dann darunter abgetragen. Es gibt also N Beobachtungen zu jeder dieser Variablen, X11 bis X1N und XM1 bis XMN. So, ich versuche da jetzt auch mal was anzumalen, das ist jetzt natürlich der Natur der Sache geschuldet, nicht m-dimensional, sondern nur zweidimensional. Also wir können uns vorstellen, dass wir jetzt hier so ein dreidimensionales Koordinatensystem haben. Die x- und y-Achse bezeichne ich jetzt mit uv1 und uv2 für zwei unabhängige Variablen und die y-Achse mit av. So. Die Visualisierung des Datensatzes würde jetzt darin bestehen, dass man irgendwie diese Datenpunkte in dieses dreidimensionale Koordinatensystem plottet. Streng genommen ist das nicht ganz eindeutig, weil man immer aufgrund der Tiefe der Darstellung nicht weiß, wo genau die Punkte sind. Manchmal wird sich dann damit geholfen, dass man irgendwie noch die Punkte mit der XY-Ebene verbindet, um für den Betrachter klarzumachen, wo diese Punkte sich befinden. Ist wie gesagt schwer zu zeichnen, aber ich glaube, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Man erhält dann hier quasi so eine Ebene, in der die Punkte liegen, je nachdem, welchen Einfluss die unabhängige Variable 1 und 2 haben. Ja, beispielsweise ist es denkbar, dass unabhängige Variable 1 einen Einfluss hat, unabhängige Variable 2 aber nicht.
Was ist ein statistisches Testverfahren, mit dem wir das überprüfen können? Mehrere unabhängige Variablen gegen eine abhängige Variable. Ja. Also so multiple Regression. Richtig, multiple Regression wäre eine Option. Die Verallgemeinerung der multiplen Regression bezeichnet man dann als allgemeines lineares Modell. Ja? Also das allgemeine lineare Modell ist gewissermaßen ein lineares Modell, was dann alle Testverfahren für univariate Daten unter sich vereint. Und hier ist jetzt noch multiple Korrelation genannt. Also der multiple Korrelationskoeffizient ist so eine Verallgemeinerung von der Pearson-Korrelation, mit dem wir nicht die Abhängigkeit von zwei Variablen miteinander, sondern die Abhängigkeit einer Variable mit einer Menge anderer Variablen. Also in dem Fall der abhängigen Variable mit der Menge der unabhängigen Variable testen können. Den multiplen Korrelationskoeffizienten werden wir in dieser Vorlesung nicht behandeln. Allerdings ist der gewissermaßen ein Spezialfall von etwas, was wir behandeln, nämlich der kanonischen Korrelationsanalyse. Das ist dann übernächste Woche Thema. Gut, jetzt drehen wir die Situation um, und zwar dahingehend, dass wir nur eine unabhängige Variable haben und mehrere abhängige Variablen. Die abhängigen Variablen sind jetzt hier auch wieder mit 1 bis m, y1 bis ym nummeriert. Und das ist auch wieder relativ schwer zu zeichnen. Es gibt bestimmte Spezialfälle, für die man das aufzeichnen kann, und ich will jetzt einen so einen Spezialfall mal darstellen, nämlich den Fall, in dem wir zwei abhängige Variablen haben, nämlich jetzt auch wieder AV1 und AV2, und in dem die unabhängige Variable diskret ist, so wie hier. Ja? Das heißt also, wir gehen davon aus, dass wir es hier beispielsweise mit dass wir es beispielsweise mit drei Gruppen von Beobachtungen, also beispielsweise Probanden oder Patientinnen, zu tun haben, und dass wir von all diesen Gruppen jeweils zwei Variablen gemessen haben. Und dann könnten wir die in dieses zweidimensionale Koordinatensystem eintragen, und es könnte sein, dass in diesem zweidimensionalen Koordinatensystem diese Gruppen sich bereits visuell voneinander unterscheiden, indem sie also klar voneinander getrennte Erwartungswerte oder besser gesagt Stichprobenmittel haben. Wenn man jetzt die Hypothese hat, dass es irgendeinen Unterschied gibt zwischen diesen Gruppen im zweidimensionalen Raum der abhängigen Variablen, welches Testverfahren würde man verwenden? Weiß das jemand? Also im Prinzip ist das nur die multivariate Erweiterung von dem, was wir hier gesehen haben. Ja. Wollen Sie sich melden? Oder? Ja. Manova, richtig. Also multivariate Varianzanalyse könnte man hier verwenden. Und wenn es jetzt so ist, dass wir es hier wieder nur mit zwei Gruppen zu tun haben, dann können wir natürlich auch die Verallgemeinerung des T-Tests nehmen. Das wäre dann ein Zwei-Stichproben-T-Test, um beispielsweise zu unterscheiden, um zu entscheiden, ob diese beiden Gruppen, also blau und rot, sich jetzt hier signifikant voneinander unterscheiden. Übrigens ist dieses Szenario auch das, was dem meisten zugrunde liegt, was dann im zweiten Teil der Vorlesung kommt, ja? Also Klassifikationsanalysen. In den Klassifikationsanalysen geht man auch davon aus, dass man irgendwie mehrdimensionale Daten gegeben hat, also hier beispielsweise zwei Dimensionen, und man möchte in diesem mehrdimensionalen Datenraum dann die verschiedenen Gruppen voneinander separieren. Ja? Also für eine binäre Klassifikation würde das dann bedeuten, dass man irgendeine Linie findet, die zwei Gruppen voneinander gut separiert. Für mehrfache Klassifikation führt das dann so zu mehreren Entscheidungsgrenzen, Decision Boundaries, die man da bekommt. Und das ist also das Thema, was dann dem zugrunde liegt, was in den Einheiten, ich glaube, 11 bis 14 kommen, das heißt lineare Diskriminanzanalyse, logistische Regression, Support Vector Classification, das sind die Verfahren, die von so einer Situation ausgehen. Die aber auch funktionieren, wenn man jetzt nur zwei Gruppen hat.
Gut, dann kommen wir noch zum letzten möglichen Szenario, und das ist das hier. In dem Fall haben wir also eine Menge von unabhängigen Variablen und eine Menge von abhängigen Variablen. Das kann ich jetzt nicht mehr anzeichnen, weil ich dafür mindestens eine vierdimensionale Darstellung machen müsste, also zwei hier auf der linken Seite, zwei auf der rechten Seite. Das geht nicht mit der Tafel, aber ich denke mal, Sie wissen ungefähr, worauf es hinausläuft. Man hat also mehrere unabhängige Variablen, die gegebenenfalls zusammengenommen die abhängigen Variablen beeinflussen. Weiß jemand, was so statistische Verfahren sind, die man in dem Fall anwenden kann? Oder hat vielleicht jemand in der Bachelorarbeit auch schon mal mit sowas gearbeitet, mit so einer Situation konfrontiert gewesen? Ja, ist ja auch nicht schlimm. Dafür machen wir die Vorlesung. Das ist also jetzt hier originäre, multivariate Datenanalyse und zwei beispielhafte Verfahren, die man da verwenden könnte, wären einmal die multivariate Version des allgemeinen linearen Modells und die kanonische Korrelationsanalyse. Ja. Im multivariaten ALM ist das Ziel, dass man sich diese Menge an unabhängigen Variablen hier nimmt als Designmatrix und dann schaut, wie die in der Lage sind, die abhängigen Variablen als Datenmatrix vorherzusagen. In der kanonischen Korrelationsanalyse ist der Ansatz ein bisschen anderes. Da sucht man quasi nach der besten Linearkombination der unabhängigen Variablen und der besten Linearkombination der abhängigen Variablen, sodass die maximal korreliert sind. Das ist aber das, was wir dann in zwei Wochen in Einheit 7 sehen werden. Okay. Hier ist jetzt nochmal die Zusammenfassung von dem, was wir gerade besprochen haben. Ziel der Vorlesung ist jetzt, dass wir uns da stellvertretend multivariate Verfahren rausgreifen, die quasi Generalisierungen von Dingen darstellen, die Sie bereits kennen, T-Test, ANOVA, Korrelation, und schauen, wie die für multivariate Daten gemacht werden. Und das sind die, die jetzt hier auf dieser Folie sind. Also das ist einmal der Einstichproben-T-Quadrat-Test als Verallgemeinerung des Einstichproben-T-Tests. Ja, wir hatten hier gesagt, dass man in dem Fall einen Zweistichproben-T-Quadrat-Test benutzen kann. Das ist hier in Klammern gesetzt, weil, wie ich bereits gesagt habe, dass dieses Jahr in der Vorlesung nicht mehr Thema ist. Sie erinnern sich aber vielleicht noch an die erste Sitzung vom Seminar, in der wir über T-Quadrat-Tests gesprochen haben. Also wenn Sie das interessiert oder wenn Sie das irgendwie benötigen, dann schauen Sie in die erste Seminarsitzung oder in die entsprechende Vorlesung vom letzten Jahr. Was wir aber behandeln werden, ist die multivariate Varianzanalyse, also MANOVA, als Verallgemeinerung der univariaten Varianzanalyse. Genau genommen werden wir uns auf die einfaktorielle MANOVA beschränken, das heißt so eine Situation, in der wir also mehrdimensionale Daten von drei oder mehr Gruppen gegeben haben und wir entscheiden wollen, ob die Erwartungswerte der Gruppen im mehrdimensionalen Raum verschieden sind. Gut, und das andere, was wir behandeln werden, wie ich bereits gesagt habe, ist die kanonische Korrelationsanalyse als Verallgemeinerung der Berechnung univariater Korrelation. Ja? Also Sie wissen, Korrelation ist ein Zusammenhangsmaß, ein Maß für die Stärke des Zusammenhangs zwischen zwei Variablen x und y. Und mit der kanonischen Korrelationsanalyse möchte man jetzt was Ähnliches erreichen. Man möchte ein Zusammenhangsmaß einführen für die Stärke des Zusammenhangs zwischen einer Menge von Variablen uv und einer Menge von Variablen av. Und wie das dann genau funktioniert, das sehen wir, wie gesagt, dann. Wenn Sie sich die univariaten Analysemethoden, die dem hier zugrunde liegen, nochmal zu Gemüte führen wollen, dann sind Sie hier auf diese Vorlesungseinheiten verwiesen. Das sind einmal so Einheiten 8 bis 11 von Wahrscheinlichkeitstheorie und frequentistische Inferenz. Da werden also die Grundlagen frequentistischer Inferenz geklärt und eingeführt, was Konfidenzintervalle sind und was Hypothesentests machen. Und das alles dann am Beispiel einfacher Normalverteilungsmodelle. Ja? Und andererseits die Einheiten 9 bis 14 von allgemeines lineares Modell. Da wird also gezeigt, dass sich alle diese
univariaten statistischen Testverfahren unter ein gemeinsames Dach bringen lassen, nämlich das allgemeine lineare Modell. Und das beinhaltet dann diese Dinge wie also Einstichproben, Zweistichproben, T-Test, einfaktorielle, zweifaktorielle Varianzanalyse, die Kovarianzanalyse, partielle Korrelation und multiple lineare Regression. Also gewissermaßen alles, was wir als mögliche Datenanalysemethoden für die ersten beiden Szenarien gelistet haben. Okay. So. Dann kommen wir jetzt zu den... Oder haben wir noch Fragen? Ich nicht. Dann kommen wir jetzt also zu den multivariaten Deskriptivstatistiken und die sind wie folgt definiert. Also wir gehen mal davon aus, dass wir gegeben haben eine Menge von Zufallsvektoren. Und zwar n m-dimensionale Zufallsvektoren. y1 bis yn sind m-dimensionale Zufallsvektoren. Wir haben also n Stück davon und jeder davon ist ein m-dimensionaler Vektor mit m-Einträgen. Dann ist das Stichprobenmittel der y1 bis yn definiert als der Vektor y-quer. Sie sehen vielleicht, dass hier so ein kleiner Strich drüber ist. Kleiner Strich drüber heißt immer Stichprobenmittel und das spreche ich also y-quer aus. Und das Stichprobenmittel macht nichts anderes, als alle Zufallsvektoren zu addieren und dann durch die Anzahl zu teilen. Ja? Mit anderen Worten, jeder Eintrag des Stichprobenmittels ist der Mittelwert der entsprechenden Einträge in den Datenvektoren. Ja? So, dann haben wir die Stichproben-Kovarianz-Matrix. Das ist, wie der Name schon sagt, eine Matrix, und zwar eine Matrix der Größe m mal m, also wenn die Zufallsvektoren m-dimensional sind, dann ist die Kovarianz, Stichproben-Kovarianz-Matrix m mal m. Und die berechnet sich, indem man nimmt für alle Datenpunkte yi minus y quer, das ist das Stichprobenmittel, mal yi mal y quer transponiert. Das wird dann aufsummiert über alle Datenpunkte und geteilt durch n minus 1. Sie sehen, dass es hier sehr ähnlich aussieht wie die Stichprobenvarianz. Stichprobenvarianz im univariaten Bereich war yi minus y quer quadriert, summiert über alle Datenpunkte und auch geteilt durch n minus 1. Quadrieren gibt es für Vektoren nicht, oder zumindest nicht in der gleichen Form. Deshalb müssen wir hier mit dem Transponierten nochmal multiplizieren. Das ist ja etwas, was Sie schon häufiger jetzt gesehen haben, dass das quasi das Analog zum Quadrieren ist für Vektoren und Matrizen. Okay, und dann gibt es noch die Stichproben-Korrelationsmatrix, die bezeichnen wir als R. Und das ist auch eine M mal M-Matrix, wobei jeder Eintrag durch die Stichprobenkorrelation der korrespondierenden Komponenten der Vektoren gegeben ist. Das heißt also, der Eintrag IJ von R wäre CIJ, das ist der entsprechende Eintrag aus der Stichproben-Kovarianz-Matrix, geteilt durch die Wurzeln durch das Produkt der Wurzeln von CII und CJJ. Ja? Also Korrelation ist Kovarianz geteilt durch Standardabweichung und das ist genau das, was diese Formel hier zum Ausdruck bringt. Was oberhalb des Bruchstrichs steht, ist Kovarianz. CII und CJJ sind geschätzte Varianzen. Wurzel daraus ist dann geschätzte Standardabweichung. Gut. Ein wichtiger Hinweis an der Stelle. Wir bezeichnen jetzt hier mit Y sowohl den Zufallsvektor, über dessen Wahrscheinlichkeitsverteilung wir Aussagen machen können, also das, was wir bisher bis zur letzten Sitzung mit griechisch Y bezeichnet haben, als auch eine einzelne Realisierung dieses Zufallsvektors, die also zu unseren Daten gehört. Ja? Also lateinisch Y1 bis Yn. Wir unterscheiden jetzt also ab hier nicht mehr zwischen dem Zufallsvektor Y, der eine bestimmte Wahrscheinlichkeitsverteilung hat, über die wir Aussagen machen können, zum Beispiel multivariat normal, und einer konkreten Realisierung dieses Zufallsvektors, der keine Wahrscheinlichkeitsverteilung hat, weil es einfach eine Menge von Zahlen ist, die wir gemessen haben und die Teil unseres Datensatzes ist.
Der Grund dafür ist einfach, dass das mit der Notation irgendwann schwierig wird. Ja, es gibt nur so und so viele griechische Buchstaben und man kommt dann einfach mit der Notation an die Grenzen. Und es ist auch in der Literatur üblicher, dass man so gemessene Daten, die Zufallsvektoren repräsentieren oder Zufallsvariablen, mit Y bezeichnet. Okay, wenn diese Zufallsvektoren Y1 bis Ym unabhängig und identisch verteilt sind, dann ist Y quer ein unverzerrter Schätzer des Erwartungswerts dieser Zufallsvektoren. Kann sich jemand noch erinnern, was ein unverzerrter Schätzer ist? Oder wer kann das mal erläutern, was ein unverzerrter Schätzer ist? Gegebenenfalls lief das auch unter dem Stichwort Unbiased Estimate. Also die Stichprobenvarianz ist ein Unbiased Estimate oder ein unverzerrter Schätzer der Varianz. Weiß das noch jemand, oder? Vielleicht vergessen oder es kam nicht vor. Also wenn, ich mache das jetzt mal am Beispiel eines einfachen Normalverteilungsmodells. Ja? Wenn wir jetzt die Annahme haben, dass y1 bis yn normal verteilte Zufallsvariablen sind mit einem bestimmten Erwartungswert und einer bestimmten Varianz, dann meint man mit unverzerrter Schätzer, dass der Erwartungswert des Stichprobenmittels dem Parameter entspricht, der durch das Stichprobenmittel geschätzt werden soll, nämlich der Erwartungswertparameter. Ja? Oder wenn man sagt, dass die Stichprobenvarianz s² ein unverzerrter Schätzer ist, dann meint man damit, dass der Erwartungswert, das heißt, wenn man diese Statistiken über viele Realisierungen berechnet, gleich dem Parameter ist, der durch die Stichprobenvarianz geschätzt werden soll, nämlich dem Varianzparameter dieser Normalverteilung. So, das sind unverzerrte Schätzer und das Stichprobenmittel, das multivariate Stichprobenmittel ist also auch ein unverzerrter Schätzer. Wenn das gilt, dass die unabhängig und identisch verteilt sind, dann ist zudem die Stichproben-Kovarianz-Matrix C ein unverzerrter Schätzer der Kovarianz dieser Zufallsvektoren. Ja? Übrigens, dieses unabhängig und identisch verteilt, das wird manchmal mit UIV abgekürzt. Und Sie haben das vielleicht auch schon häufig mal gesehen, dass da sowas steht wie IID oder IID. Das steht dann für Independent und Identically Distributed. Das ist eine Annahme in vielen, vor allem linearen Modellen mit normal verteilten Fehlern, dass die Fehler eben Independent and Identically Distributed sind. Und diese Annahme erlaubt es uns dann oft, ja, auf sehr leichte Weise die Statistiken zu berechnen und Hypothesentests durchzuführen. Gut, dann würde ich jetzt an der Stelle gern kurz eine Pause machen. Also es ist noch nicht so viel Zeit vergangen, aber es kommt auch nicht mehr so viel. Und das würde mir einmal die Möglichkeit geben, die Tafel abzuwischen. Das heißt, ich würde sagen, wir machen weiter in 5 Minuten um 10 vor rum. Gut. Okay. Wir kommen jetzt als nächstes zu einer wichtigen Aussage über die multivariaten Deskriptivstellen. Ja, da ist noch eine Frage. Ja, genau, zu der Folie davor. Ja. Bevor wir weitermachen. Ja. Ja. Und zwar, ich habe mich gewundert, weil in Korrelationsmatrix, was ist das? CIJ und CI ist, also wie sich das dann berechnet? Ja, das sind quasi nur die Einträge der Matrix C. Also wir haben glaube ich in 1.2 so eine Konvention gehabt, dass wenn die Matrizen Großbuchstaben sind, dass dann die Einträge so bezeichnet werden. Ja, das ist einfach nur der 1.1. Und demzufolge könnte man das, was da steht, auch klein C, IJ. Da wurde jetzt die Schreibweise gewählt, Matrix in Klammern und dann Eintrag IJ. Das ist
Das heißt, was eigentlich nur verwendet wird, wenn hier in der Klammer mehr steht, also irgendwie zum Beispiel eine Matrix-Summe und dann davon der Halbkreis. Ja. Okay, gut. Das heißt, die Antwort wäre, Sie müssen C berechnen, Formel 2, und dann davon den IJ einteilen. Oder den I bzw. J diagonal. Okay. Also wir kommen zu einer wichtigen Aussage über die multivariaten Deskriptivstatistiken. Und das betrifft deren Darstellung als Matrixprodukt. Ja? Also wir gehen davon aus, dass wir eine Datenmatrix gegeben haben. Die bezeichnen wir jetzt mit groß Y und die besteht aus den Zufallsvektoren Y1 bis Yn. Also Y1 bis Yn sind n-Vektoren und wir fügen die als Spalten einer Matrix aneinander. Und die sind alle m-dimensional, das heißt wir erhalten eine m mal n Datenmatrix. Und die nennen wir groß Y. Gut. Dann kann man das Stichprobenmittel berechnen als Datenmatrix mal n-dimensionaler 1-Vektor geteilt durch n. Das ergibt Y quer. Man kann die Stichproben-Kovarianz-Matrix berechnen als Y mal in Klammern Einheitsmatrix minus 1-Matrix geteilt durch n, Klammer zu, mal Y transponiert. Und das Ganze geteilt durch n-1. Und man kann die Stichproben-Korrelationsmatrix berechnen als das Matrixprodukt D mal C mal D, wobei C die Stichproben-Kovarianzmatrix ist und D eine Diagonalmatrix, die diese Einträge hier hat. Also das Inverse der Wurzel aus den Einträgen der Stichproben-Kovarianzmatrix. Ja? Das ist eine Diagonalmatrix. Und der erste Eintrag ist 1 durch Wurzel aus C11 und der letzte Eintrag ist Wurzel aus 1 durch Wurzel aus CMM. Das ist eine M mal M-Matrix. So. Welchen Sinn und Zweck hat das? Oder was ist der Hintergrund dieses Theorems? Warum führen wir das überhaupt ein? Ja, wir könnten die auch einfach so berechnen, wie sie hier stehen. Der Grund ist, dass die halt häufig aus Summen bestehen, also Stichprobenmittel enthält eine Summe. Stichproben-Kovarianz-Matrix enthält eine Summe und R ist dann wieder elementweise definiert. Das heißt, wir bräuchten, wenn wir das programmieren wollen, in jedem Fall Schleifen, um halt die Elemente dieser Summe zu berechnen, dann in dem Vektor zu speichern und dann nach der Schleife die Summe zu bilden oder was auch immer. Sicherlich lässt sich das auch irgendwie anders lösen, aber mit dieser Darstellung als Matrixprodukte hat man eben eine besonders mathematisch konzise Darstellung der Stichprobenstatistiken. Und das erlaubt es uns dann halt in unserem Quellcode bzw. Programmen, die wir in den Seminarblättern sehen werden, eben nur eine Zeile hinzuschreiben, statt eine Schleife zu bauen, mit der wir das dann berechnen. Ja, also Sie erinnern sich vielleicht noch an die Seminarsitzung 1, in der ich Ihnen gesagt habe, man kann hier Y quer und C mit Matrixprodukten berechnen und Sie dann auf Einheit 5 vertröstet habe. Das ist also heute lernen wir, warum man Stichprobenmittel und Stichproben-Kovarianz-Matrix so berechnen kann. Sie hatten eine Frage? Könnten Sie das mit dem D und dem R mal durchgehen? Das ging mir zu schnell. Ja, also stellen wir uns vor, das ist jetzt hier M ist 2, ja? Dann wäre also unsere Datenmatrix diese Matrix hier. Das wäre eine 2 mal M-Matrix. Und die Stichproben-Kovarianz-Matrix C wäre dann eine 2x2-Matrix. Die hätte also 4 Einträge. Diese 4 Einträge nenne ich jetzt mal C11, C12, C21 und C22. Das ist die Matrix C. Und jeder dieser Einträge würde für die Kovarianz einer Komponente mit der anderen stehen. C12 wäre die Kovarianz von Variable 1 in der Datenmatrix mit Variable 2. Stichproben-Kovarianz, sollte ich sagen. Beziehungsweise die Diagonalelemente wären einfach Varianzen. C11 wäre die Varianz dieser Variable, C22 wäre die Varianz dieser Variable. So.
Und jetzt denken wir uns noch eine weitere Matrix aus, nämlich D. Und D soll eine Diagonalmatrix sein mit den Einträgen 1 durch Wurzel aus CII, wobei CII die Diagonaleinträge sind. Das heißt, hier würde stehen 1 durch Wurzel von C11. Hier würde stehen 1 durch Wurzel von C22. Und die anderen Einträge wären 0. Das soll die Matrix D sein. So, wenn wir jetzt diese Matrix D hier nochmal hinschreiben, 1 durch Wurzel C11, 1 durch Wurzel C22, dann erhalten wir die Matrix R. Ja, also Sie können mal, wenn Sie Lust haben, dieses Matrixprodukt ausrechnen, das sind ja immer nur 2 mal 2 Matrizen, und dann sollten Sie also darauf kommen, dass jeder Eintrag von R diese Form hat. Eine Kovarianz geteilt durch das Produkt der Wurzeln der entsprechenden Standardabweichung, der entsprechenden Stichprobenvarianzen, Entschuldigung. Und das kommt eben zustande, wenn man die Matrizen in der gleichen Form multipliziert. Okay, dann kommen wir jetzt zu dem Beweis. Ich muss das jetzt mal wegwischen. Wir schauen uns auf jeden Fall den Beweis kurz an, weil der nicht so schwierig ist, aber der ist auch nochmal erhellend im Hinblick darauf, wie eigentlich dieses Matrixprodukt zum Beispiel das Stichprobenmittel realisiert. Also wir haben hier erstmal das Produkt 1 durch n mal y mal 1n. Y ist die m mal n Datenmatrix. Und 1n ist der n-dimensionale 1-Vektor. Er hat also die Dimensionalität 1 mal 1. So, das heißt, hier kommt etwas raus, was die Dimensionalität m mal 1 hat. Und das ist richtig, weil das Stichprobenmittel auch wieder ein n-dimensionaler Vektor ist. So, jetzt versuchen wir mal herauszufinden, warum das stimmt. Ja? Das heißt, wir schreiben hier einfach hin, was die Datenmatrix ist. Wir haben gesagt, die Datenmatrix ist die Aneinanderfügung von n Vektoren. Und diese n Vektoren haben alle m Einträge. Das heißt, wir haben hier in der ersten Spalte y11 bis ym1. Das geht dann so weiter bis zur n-ten Spalte der Datenmatrix, in der steht y1n, ymn. y1n bis ymnn. So. Das sind die Einträge der Datenmatrix. M Zeilen, N Spalten. Ja, bitte. Ist das nicht YN1? Doch in der N-Spalte in der ersten Zeile. Und in der ersten Zeile N Spalte. Ach nee. Ach ja, ich sehe gerade. Ja. Ach so, ja, das ist wieder dieser Widerspruch zwischen doppelten Indizes und einfachen Indizes. Ja, also so wie es hier auf der Folie steht, werden quasi doppelte Indizes verwendet, aber auch nicht ausgesprochenerweise, sondern nur unausgesprochenerweise. Also das ist der Zufallsvektor y1 und davon der Eintrag 1, y11. Und das ist der Zufallsvektor y1 und davon der Eintrag m, also der Eintrag y1m. Und entsprechend müsste ich mich auch hier in der letzten Spalte korrigieren. Da steht dann yn1 und ynm. Gut. Jetzt haben wir hier den 1-Vektor und der 1-Vektor besteht nur aus 1. Das heißt, wir können schreiben 1 bis und so weiter, wieder 1 und das eben m mal. Jetzt rechnen wir dieses Matrixprodukt mal aus. Das ist eine Matrix von mit n Spalten und das ist eine Matrix mit n Zeilen, beziehungsweise ist ein n-dimensionaler Vektor. Ja? Das heißt, der hat nur eine Spalte, aber n Zeilen. Das heißt, wir können die Regeln der Matrixmultiplikation anwenden und genau, kommen dann darauf, dass beispielsweise der
implementierenden Vektors gegeben ist als erste Zeile mal einzige Spalte. Dann reicht dann irgendwie 1 mal y 1 1 plus 1 mal y 2 1 plus 1 mal y 3 1 und so weiter bis 1 mal y n 1. Das heißt, wir haben hier die Summe über die erste Komponente aller Vektoren. Y i 1. Richtig. Und das geht für jeden Eintrag so weiter, bis wir dann bei der m-ten Zeile der Datenmatrix sind. Dann kombinieren wir wieder die m-te Zeile mit der einzigen Spalte des 1-Vektors und dann erhalten wir hier auch die Summe über die m-ten Komponenten aller Zufallsvektoren. Also Summe über alle y, i, m. Gut. So, wir sehen, dass hier elementweise die Summen der Einträge der Zufallsvektoren gebildet werden. Mit anderen Worten, wir können auch einfach die Summe der Zufallsvektoren bilden. Ja? Wir wissen, Matrixaddition ist elementweise. Das heißt, wenn etwas elementweise addiert wird, können wir auch die entsprechenden Matrizen addieren und das sind hier Zufallsvektoren. Das heißt, wir schreiben 1 durch n mal Summe über alle y i. Oder ich kann es auch vorher nochmal explizit machen. Wir schreiben Summe über alle Vektoren, die aus y i 1 bis y i m bestehen. Und dann sehen wir, das ist die Summe über alle Zufallsvektoren y i. Und das war nichts anderes als die Definition unseres Stichprobenmittels. Ja, das heißt, wir haben gezeigt, dass wenn man dieses Matrixprodukt berechnet, man auf das Stichprobenmittel kommt. So, dann kommen wir zur Stichproben-Kovarianz-Matrix. Und das ist ein bisschen komplizierter. Wir müssen betrachten 1 durch n-1 mal y mal diese komische Klammer hier mit der Einheitsmatrix und der 1-Matrix mal y transponiert. Wir überprüfen zunächst mal wieder die Dimensionen. Wir haben hier y, y ist m mal n. Wir haben hier die Einheitsmatrix, die ist n mal n. Wir haben hier die n mal n1-Matrix, die ist auch n mal n. Die Multiplikation mit einer Zahl 1 durch n ändert daran nichts. Und wir haben hier y transponiert. Wenn y m mal n ist, dann ist y transponiert n mal m. Gut. Hier in der Klammer steht eine Matrix-Subtraktion. Von der Einheitsmatrix wird abgezogen die 1-Matrix multipliziert mit 1 durch n. Gut. So, das heißt, das ist auch, die ganze Klammer ist auch eine n mal n-Matrix. So, dann wird multipliziert y mit dieser Klammer mit y transponiert. Und wir sehen, das kommt hin, weil hier sind die inneren Dimensionen n und n und hier sind die inneren Dimensionen n und n. Und was dabei rauskommt, ist dann also eine m mal m Matrix. Nämlich die Matrix C. Angeblich, zumindest laut Aussage des Theorems und ob das auch so ist, wollen wir jetzt überprüfen, indem wir das einmal ausrechnen. Ich werde dabei mal den Vorfaktor hier weglassen, damit ich den nicht immer wieder hinschreiben muss. Ja? Also ich arbeite jetzt einmal ohne 1 durch n minus 1 und wir multiplizieren erstmal hier die Klammern aus. Hier steht dann y mal Einheitsmatrix minus 1 durch n mal y mal 1-Matrix. In Klammern mal y transformiert. Jetzt multipliziere ich wieder aus, indem ich y transponiert und integriere. Dann steht hier y mal Einheitsmatrix mal y transponiert. Einheitsmatrix. Was passiert da, wenn da steht y mal Einheitsmatrix mal y transponiert? Ja? Die Einheitsmatrix
verändert ja nichts im Produkt, also können wir es weglassen. Richtig. Das heißt, hier steht y mal y transformiert. So. Jetzt machen wir hier weiter. Hier steht dann 1 durch n y mal 1 mn y transformiert. Die 1-Matrix ist nicht die Einheitsmatrix. Ja? Die kann man also nicht einfach aus dem Produkt rauslassen. Aber wir können jetzt hier in geschickter Weise umschreiben und dadurch eine andere Form erreichen. Aber wir schauen zunächst nochmal hier auf den ersten Summanden y mal y transformiert. Wir haben gesagt, dass die Einheitsmatrix bestehen soll aus den Spalten y1 bis yn. Das heißt, die transponierte, Entschuldigung, die Datenmatrix, nicht die Einheitsmatrix. Das heißt, die transponierte Datenmatrix besteht aus den Zeilen y1 transponiert bis yn transponiert. Ja? Spalten werden zu Zeilen beim Transponieren. So. Jetzt kommen wir zu den zweiten Summanden. Hier steht 1 durch n mal y mal 1 nn mal y transformiert. So, jetzt wenden wir einen Trick an, und zwar den folgenden Trick. Wir schreiben die 1-Matrix 1 nn als das Produkt zweier 1-Vektoren. Ja? Siehe Einheit 3, spezielle Matrizen. Da haben wir über 1-Vektoren und 1-Matrizen geredet und wir haben festgehalten, dass man die n mal m1-Matrix schreiben kann als 1n mal 1m transponiert. Also, wenn Sie sich das vergegenwärtigen, alles, was hier gemacht wird, ist, dass man einen Vektor, einen Spaltenvektor, mit einem Zeilenvektor multipliziert und dabei kommt dann eine Matrix raus, wo alle Einträge 1 mal 1 sind. Und 1 mal 1 ist 1. Das heißt, wir können die, n mal n 1-Matrix auch schreiben als 1n mal 1n transponieren. Gut. Dann machen wir die nächste Umformung. Wir kommen zunächst mal zu dem ersten Summanden hier. Hier wird also die Datenmatrix multipliziert mit der transponierten Datenmatrix. Und wir haben die Datenmatrix hier in Form von Spalten aufgeschrieben. Jetzt können wir diese Spalten als eine Zeile von Spalten verstehen und diese Zeilen hier als eine Spalte von Zeilen und dann wenden wir die Regel der Matrixmultiplikation an. Erste Zeile mit erster Spalte und dann erhalten wir hier die Summe aller dieser Produkte. Y1 mal Y1 transponiert plus Y2 mal Y2 transponiert und so weiter. Das heißt, das ist die Summe über alle Y i transponiert. So, hier hinten machen wir jetzt was anderes, und zwar bilden wir da zwei gleiche Faktoren, nämlich die Faktoren 1 durch n mal y mal 1n. Und dann dasselbe nochmal transponiert. 1 durch n mal y mal 1n transponiert. Wir wenden hier die folgende Regel an: Wenn man A, B transponiert, dann wird daraus B transponiert A. Das ist hier Einheit 2, Matrizen. Und wenn Sie das hier machen, dann steht hier Y1 transponiert. Das kommt hier. Y1n transponiert. Das kommt hier hin. Y transponiert. Das kommt dahin. Und jetzt haben wir aber einen Faktor. 1 durch n zu viel, deshalb schreiben wir, um den auszugleichen, hier vor noch ein n. So, wenn Sie jetzt hier kürzen würden, das n mit dem 1 durch n, dann haben wir wieder nur 1 durch n, wie auch in der Zeile davor. Okay, aber was ist y mal 1n geteilt durch n? Y mal 1n geteilt durch n ist das Stichprobenmittel. Das haben wir ja gerade gezeigt. Das heißt, wir können auch schreiben, Summe über alle y transponiert minus n mal y quer transponiert. Das hier ist y quer und das hier ist y quer transponiert.
hier steht, Summe über alle yi, yi transponiert, minus n mal y quer transponiert, einer anderen Summe entspricht, und zwar folgender. Das ist dasselbe wie Summe über alle yi minus y quer mal yi minus y quer. Das werfe ich Ihnen jetzt einfach so hin, müssen Sie mir aber nicht glauben, weil das steht auf der Folie davor, da ist eine kurze Herleitung, die also zeigt, dass diese Summe hier unten, die wir hier an der Tafel haben, dasselbe ist wie diese Summe da oben, wo yi minus y quer transponiert wird. So, und das ist gut, weil das ist schon ziemlich nah an, unserer Definition der Stichproben-Kovarianzmatrix. Ja? Im Prinzip unterscheidet sich das von C nur um den Faktor n minus 1. Das heißt, was wir hier berechnet haben, ist n minus 1 mal C. So. Wenn wir jetzt durch n minus 1 teilen, dann erhalten wir das 1 durch n minus 1, was ich jetzt zu Beginn der Herleitung weggelassen habe. Das heißt, wir haben hier gezeigt, dass dieses Matrixprodukt C ergibt. Okay, dann kommen wir noch zur Korrelationsmatrix. Das geht ganz schnell. Wir haben hier die Matrix D mal C mal D. Wir überprüfen zunächst wieder die Dimensionalität. C ist M mal M. Und D ist eine quadratische Diagonalmatrix, die auch die Größe M mal M hat. Das heißt, alle beteiligten Matrizen haben die Größe M mal M. Und was dabei rauskommt, ist natürlich eine Matrix der Größe M mal M. Nämlich die Matrix R, hoffentlich. Und dass das so ist, kann man sich auch vergewissern wie folgt. Wir wollen jetzt betrachten von dieser Matrix den Eintrag IJ. Das heißt, wir haben hier Diagonalmatrix mal irgendeine Matrix mal Diagonalmatrix. Multiplikation mit einer Diagonalmatrix von links multipliziert die Zeilen der Matrix rechts mit den Einträgen der Diagonalmatrix. Ja, das heißt, wir können hier schreiben, das ist das Element C, D, I, J, multipliziert mit den Einträgen aus dieser Matrix, und die Einträge aus dieser Matrix sind C, I, I. Wobei C, I, I der i-te Diagonaleintrag der Stichproben-Kovarianzmatrix ist. So, jetzt haben wir noch C, D, I, J. Multiplikation mit einer Diagonalmatrix von rechts multipliziert die Spalten der Matrix links mit den Einträgen der Diagonalmatrix. Ja? Das war auch Einheit 3, spezielle Matrizen. Das heißt, hier steht dann 1 durch CII mal der Eintrag IJ von C, also CIJ, mal der Eintrag, der Diagonaleintrag, der entsprechende Diagonaleintrag der Matrix D, und das ist CJJ. So, jetzt können wir diesen Bruch hier noch ein bisschen aufräumen und dann kommt dabei raus, dass es CIJ geteilt durch die Wurzel aus CII mal die Wurzel aus CJJ ist. Und das ist unser RIJ, das heißt der IJ-Eintrag der Kovarianzmatrix, Entschuldigung, der Korrelationsmatrix, so wie wir ihn definiert haben, als wir die multivariaten Diskretiv-Statistiken eingeführt haben. Okay, gibt es Fragen bis hierher? Gut, dann kommen wir jetzt noch zu einer weiteren Diskretiv-Statistik, nämlich der Mahalanobis-Distanz. Und die Mahalanobis-Distanz ist ein Abstandsmaß für zwei Dinge, y1 und y2, hinsichtlich einer weiteren Sache, c. Das heißt, wir brauchen drei Dinge, um so eine Mahalanobis-Distanz zu berechnen, y1, y2 und c. y1 und y2 seien jetzt entweder ein Zufallsvektor oder eine Realisierung dieses Zufallsvektors oder ein multivariater Erwartungswert oder ein multivariates Stichprobenmittel. Und c sei eine Kovarianzmatrix oder eine Stichprobenkovarianzmatrix.
der Grund für diese Aufzählung hier ist jetzt, dass die Mahalanobis-Distanz da also keine Vorgaben macht. Ja? Also da sind keine Beschränkungen inbegriffen, sondern man kann eine Mahalanobis-Distanz für all diese Dinge berechnen. Man kann es für eine Wahrscheinlichkeitsverteilung berechnen, wie weit befindet sich ein Punkt vom Zentrum der Wahrscheinlichkeitsverteilung, wenn das und das die Kovarianzmatrix ist. Man kann es aber auch für Stichproben berechnen, wenn man die, das Stichprobenmittel und die Stichprobenkovarianzmatrix ermittelt hat, beispielsweise. So, wir wollen uns diese Formel mal kurz etwas genauer anschauen. Welche Dimensionalität wird das haben, was dabei herauskommt? Gegeben das, was Sie über C wissen und das Y1 und Y2 Vektoren sind. Sind Vektoren. Beziehungsweise transponierte Vektoren. Ja? Also hinten ist es ja ein M1-Vektor, weil der so senkrecht ist. Und dann kommt also auf jeden Fall irgendwas mal 1 raus. Richtig. Wenn Sie wissen, dass y1 minus y2 n mal 1 ist, dann wissen Sie ja auch, dass dasselbe transponiert 1 mal m ist. So, und dann kommt was raus? Nummer 1. Richtig. Das ist also eine Zahl. Ja? Also da kommt eine Zahl raus. Wenn wir jetzt die Mahalanobis-Distanz berechnen, ist das eine 1 mal 1 Matrix oder ein Skalar mit anderen Worten. Dieses d ist übrigens nicht dasselbe D wie das, was wir jetzt gerade eben hatten. Ja? Also das ist nicht die Diagonalmatrix von der letzten Folie, sondern das ist die Mahalanobis-Distanz. So. Und was passiert hier genau bei dieser Formel? Also wenn wir jetzt zunächst einmal die Kovarianzmatrix C hier weglassen, ja, dann sehen wir, hier steht irgendein Differenzvektor transponiert mal derselbe Differenzvektor. Und wir wissen, Vektor transponiert mal der Vektor ist Summe der Quadrate aller Einträge dieses Vektors. Ja? Das heißt, hier wird zunächst einmal die Summe der Quadrate aller Differenzen zwischen y1 und y2 berechnet. Das ist das Gleiche, was Sie machen, wenn Sie eine euklidische Distanz zwischen zwei Punkten berechnen. Sie subtrahieren die beiden Vektoren komponentenweise, quadrieren die Differenzen und ziehen die Wurzel raus. Wurzel kommt hier nicht vor, deshalb kann man sagen, das ist so eine Art quadrierte euklidische Distanz ist. Und bevor die euklidische Distanz hier berechnet wird, werden die beiden Vektoren noch durch die Kovarianzmatrix C durchgefiltert, durch das C-Invers. Ja. Aus dem Grund steht hier also, dass es eine Kovarianzmatrix normalisierte quadrierte euklidische Distanz ist. Wir kennen ähnliche Maße auch aus der Univariatenstatistik. Also da gibt es auch solche Effektstärkemaße, wie beispielsweise die Z-Transformation, also auch bekannt als Z-Scoring, wenn man also den Erwartungswert abzieht und durch die Standardabweichung teilt. Oder auch Cohen's D müsste Ihnen ein Begriff sein, also wenn man zwei Erwartungswerte voneinander subtrahiert und dann durch die gemeinsame Standardabweichung teilt. Ja, das sind also Effektstärkemaße, die mit der Mahalanobis-Distanz verwandt sind, und wenn jetzt M 1 wäre, dann wären die quasi die Wurzel aus der Mahalanobis-Distanz. Beide? Ja, also es kommt darauf an, was man einsetzt. Ja? Wenn man jetzt hier oben in der Definition sehen Sie ja, dass es offen gelassen ist, ob man da beispielsweise einen Erwartungswert wie μ einsetzt oder ein Stichprobenmittel wie y1 quer oder y2 quer. Insofern sind das beides zwei Ausprägungen der Mahalanobis-Distanz in der Univariatenstatistik.
Und ähnlich wie zum Beispiel diese Z-Transformation oder auch Cohen's D in Einheiten von Standardabweichungen messen, indem wir also durch die Standardabweichung teilen, wird bei der Mahalanobis-Distanz in Einheiten von Kovarianzen gemessen. Ja? Also hier steht C-Invers in der Formel drin. Und C-Invers ist so etwas Ähnliches wie das Teilen durch die quadratische Matrix C. Und deshalb kann man das auch so verstehen, dass das dass dabei in Einheiten von Kovarianzen gemessen wird. Wie sich das dann auswirkt, werden wir gleich auf den nächsten beiden Folien sehen. Nur schon mal so viel. Stark variante und stark kovariate Komponenten von Y1 und Y2 verringern die Mahalanobis-Distanz und weniger stark variante oder kovariante Komponenten erhöhen die Mahalanobis-Distanz. Und hier sind jetzt dazu Abbildungen, die das also ein bisschen mehr veranschaulichen. Also wir haben jetzt hier oben drei verschiedene Kovarianzmatrizen gegeben, die sind hier als Sigma bezeichnet. Und wir haben also in dem zweidimensionalen Koordinatensystem hier zwei Punkte, Y1 und Y2, die immer gleich sind für alle drei Koordinatensysteme. Und das Einzige, was sich hier ändert, ist die Kovarianzmatrix. Ja, also wir sehen jetzt hier, welchen Einfluss die Kovarianzmatrix auf die Mahalanobis-Distanz hat. Und auf dieser Folie ist es jetzt erstmal so, dass alle diese Kovarianzmatrizen diagonal sind. Also die haben nicht diagonale Einträge 0. Die unterscheiden sich nur anhand ihrer Diagonaleinträge. Auf der linken Seite ist die Kovarianzmatrix eine Einheitsmatrix, eine zweidimensionale Einheitsmatrix, also 1, 0, 0, 1. Kennen wir. Und dann ist einmal der Diagonaleintrag kleiner, also 0,5 statt 1, und dann ist er einmal größer, also 1,5 statt 1. So. In dem Koordinatensystem hier unten ist das jetzt visualisiert, indem wir eine Ellipse, die Kovarianzmatrix mittels einer Ellipse visualisieren. Und diese Ellipse ist natürlich kleiner, wenn die Varianz kleiner ist, und die Ellipse ist weiter, wenn die Varianz größer ist. Und auf die Mahalanobis-Distanz wirkt sich das jetzt so aus, dass, wenn die Varianz kleiner ist, die Mahalanobis-Distanz größer ist. Und wenn die Varianz größer ist, dann ist die Mahalanobis-Distanz kleiner. Ja, also 8 zu 16 bzw. 8 zu 5,33. Einmal verdoppelt sie sich und einmal verringert sie sich. Man kann sich das so vorstellen, dass bei einer Verteilung, die breiter ist, dass bei einer Verteilung, die breiter ausgefächert ist, gewissermaßen eine geringere Distanz zu überwinden ist, als wenn die Verteilung, beschrieben durch die Kovarianzmatrix, jetzt sehr eng ist. Da wären dann die beiden Punkte Kovarianzmatrix normalisiert weiter auseinander. Okay, das ist die Art und Weise, wie sich die Varianzen auswirken. Jetzt kommen wir zu den Kovarianzen. Das heißt, wir haben hier auf der linken Seite wieder die gleiche Matrix wie zuvor, 1, 0, 0, 1. Und wir verändern jetzt nur die Nicht-Diagonaleinträge. In der Mitte ist der 0,9, was sich in einer sehr starken positiven Korrelation zwischen den beiden Einträgen äußert. Und auf der rechten Seite ist sie minus 0,9, was dann zu einer sehr starken negativen Korrelation der entsprechenden Komponenten führt. Das hatten wir bereits in Einheit 4 gesehen. Ja. Heißt das jetzt, die schwarzen Punkte sind irgendwelche random Einträge, die man quasi, mit denen man das sich anschaut? Richtig, also die schwarzen Punkte stehen für Y1 und Y2. So. Und für Y1 und Y2 können Sie ja alles einsetzen. Ja. Ja? Also Sie können, wenn Sie jetzt hier eine Teilung haben, dieser Konturplatz soll jetzt auch wieder die Kovarianz symbolisieren, ja? Und Sie können entweder die Entfernung von zwei Punkten relativ zu dieser Verteilung, relativ zu dieser Kovarianzmatrix messen. Sie können aber auch zum Beispiel die Distanz von einem Punkt relativ zum Zentrum der Verteilung messen. Ja? Wenn Sie jetzt also als Y2 den geschätzten Erwartungswert
also das Stichprobenmittel ist dann quersetzen. Und als C die Stichproben-Kovarianzmatrix, das heißt die geschätzte Kovarianzmatrix, können Sie sich im Prinzip eine neue Beobachtung nehmen. Zum Beispiel können wir uns vorstellen, Sie haben jetzt noch einen weiteren Probanden erhoben und dann die Distanz dieses Probanden zum Zentrum der Verteilung messen, um zum Beispiel zu entscheiden, ist der Proband näher an dieser Verteilung oder näher an einer anderen Verteilung, die hier ja auch noch irgendwo sein könnte. Warum das alles wichtig wird mit der Mahalanobis-Distanz, erfahren wir später. Unter anderem ist es halt so, dass die Teststatistik des Einstichproben-T-Quadrat-Tests, dass die eine skalierte Form der Mahalanobis-Distanz ist. Okay, dann zurück zu den Komponenten-Kovarianzen. Wir haben jetzt hier also unterschiedliche Nicht-Diagonaleinträge in der Kovarianzmatrix. Und wir sehen, dass wenn die Korrelation zwischen den Komponenten so ist, dass die Achse der größten Variation in Richtung der Distanz zwischen diesen beiden Punkten zeigt, dass sich dann die Mahalanobis-Distanz reduziert. Ja? Während wenn die Achse der größten Variation quasi orthogonal zu der kürzesten Strecke zwischen den beiden Punkten ist, dass dann die Mahalanobis-Distanz sehr groß ist. Also die Idee dahinter ist wieder dieselbe wie eben, wenn also die Varianz in der Richtung, die sie gehen müssen, um von einem Punkt zum anderen zu kommen, sehr klein ist, ist die Distanz sehr groß. Wenn die Varianz in dieser Richtung sehr groß ist, ist die Distanz kleiner. Gut, und das ist das, was hier in diesen Zahlen zum Ausdruck kommt und was die Intuition, die Mahalanobis-Distanz so ein bisschen einzufangen versucht. Okay. Gibt es Fragen bisher? Ja. Können Sie das nochmal erklären? Kann ich das nochmal erklären? Nein, nur dieses, warum dann ja. Die Distanz größer wird. Also klar, kann ich es nochmal erklären, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt doll andere Worte finden werde. Tut mir leid. Ich kann ja vielleicht nochmal was dazu malen. Es ging nur auf der anderen Folie um dieses, was Sie meinten, mit dem 4.21 und 4.18. Ja, okay, verstehe. Also ich erläutere trotzdem vorher nochmal das allgemeine Prinzip. Ja? Also ich betrachte das jetzt mal univariat. Ja? Also ich führe quasi einen Schnitt durch diese Diagramme durch, und zwar schneide ich hier durch, genau auf der Diagonale y gleich x oder x2 gleich x1, und dann würde das Ganze etwa so aussehen. Wir haben also hier x zum Beispiel, hier haben wir Wahrscheinlichkeitsdichte und hier haben wir unsere beiden Punkte y1 y2, das sind das, was die schwarzen Punkte in dem Diagramm sind. Und jetzt ist es so, dass entweder, ich zeichne jetzt einfach mal drei verschiedene Verteilungen ein, sehr große Varianz, mittlere Varianz und sehr kleine Varianz. Die Idee an der Kovarianzmatrix-Normalisierung ist, dass die Distanz zwischen diesen beiden Punkten y1 und y2 kleiner ist, je größer die Varianz ist. Ja? Also bildlich können Sie das vielleicht sich so vorstellen, dass Sie nicht über so einen großen Berg müssen. Wenn die Varianz groß ist, weil die Verteilung halt dann flacher ist. Während, wenn die Varianz klein ist, der Berg, den Sie überqueren müssen, sehr groß ist. Was dann eben auch zu einer großen Mahalanobis-Distanz führt. So, und dasselbe Prinzip wirkt ja auch hier. Also wenn ich jetzt hier auch wieder einen Schnitt nur durch die Diagonale mache, dann habe ich hier im mittleren Fall, also einer sehr großen Varianz in diese Richtung der beiden Punkte, das, was ich hier in Gelb angemalt habe. Und auf der rechten Seite, also sehr kleine Varianz in die Richtung der beiden Punkte, habe ich das, was ich hier in Rot angemalt habe. Ja? Das heißt, also die Kovarianz
die Komponenten-Kovarianzen wirken sich so aus, dass wenn die Varianz entlang der Richtung, wo sie die Entfernung messen, sehr klein ist, dann ist auch die Mahler-Ansoff-Distanz ganz klein. Und wenn die Varianz sehr groß ist in diese Richtung, dann ist auch die Mahler-Ansoff-Distanz groß. Und da also hier die auf der rechten Seite die Nicht-Diagonaleinträge minus 0,9 sind, führt das zu starker negativer Korrelation zwischen den Komponenten. Die Ellipse ist von links oben nach rechts unten geneigt, sprich entlang der Richtung von links unten nach rechts oben hätten wir eine sehr kleine Varianz und damit eine sehr große Mahler-Ansoff-Distanz. Okay. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann sprechen wir noch kurz über die Grundlagen der präfrontalistischen Inferenz. Und das ist gewissermaßen so ein bisschen Vorbereitung für das, was dann nächste Woche und danach die Woche kommen wird. Ja, also wo es dann viel um Modellformulierung, Modellschätzung und Modellevaluation geht. Also dieses Schaubild hier veranschaulicht Ihnen so ein bisschen, wie unser statistisches Vorgehen immer sein wird. Das, was in dem schwarzen Kasten ist, soll die Wissenschaft darstellen oder die statistische Analyse quantitativer Daten. Und die Realität ist hier außerhalb der Wissenschaft. Das soll nicht bedeuten, dass die Wissenschaft nichts Wahres zu sagen hat, sondern es soll bedeuten, dass wir keinen direkten Zugriff auf die Realität haben. Wir haben nur indirekten Zugriff auf die Realität vermittels der Zufallsexperimente, die wir machen. Damit samplen wir die Realität und die Ergebnisse dieses Samplens oder dieser Zufallsexperimente äußern sich dann in Daten. Und wenn wir über eine gute Theorie verfügen für das Phänomen, was wir hier untersuchen, dann können wir zusätzlich ein Modell formulieren über dieses Phänomen. Wenn wir dann unsere gemessenen Daten und das formulierte Modell zusammennehmen, dann können wir die Parameter dieses Modells schätzen. Und wenn wir die Parameter geschätzt haben, dann können wir Modellevaluation durchführen. Das heißt, Aussagen machen über die mit den Parameterschätzern verbundene Unsicherheit. Ja, also klassischer Fall wären Hypothesentests und Konfidenzintervalle. Ja, damit machen wir Aussagen über die mit den Daten verknüpfte Unsicherheit. So, idealerweise ist es dann so, dass die Modellevaluation sich auch wieder auswirkt auf die Modellformulierung, indem wir unsere Modellformulierung anpassen im Lichte der Modellevaluation. Ich glaube, ich habe das Beispiel schon in der Einführungssitzung gemacht, aber ich mache es jetzt einfach nochmal. Wenn Sie also die Vorstellung haben, dass die Persönlichkeitseigenschaften eines Menschen von der Planetenkonstellation während der Geburt dieses Menschen abhängig sind, also so horoskopbasiert in die Richtung Astrologie, dann würden Sie also ein Modell formulieren, in dem die Planetenkonstellation während der Geburt eines Menschen einen wichtigen Einfluss auf seine Persönlichkeitseigenschaften hat. So. Wenn wir dann in Form von sauber gemachten Studien und erhobenen Daten und geschätzten Modellen und Modellevaluationen feststellen, dass es keinen statistisch signifikanten Einfluss von Planetenkonstellationen auf die Persönlichkeitseigenschaften von Menschen gibt, dann sollten wir unser Modell revidieren und zu einer realistischeren Vorstellung gelangen, dass zum Beispiel die Persönlichkeit einerseits durch Erziehung, aber andererseits auch vielleicht durch genetische Veranlagung vorgeprägt ist. Gut, das ist damit also gemeint mit diesem Pfeil hier ganz rechts. So. Das ist ein zweites Schaubild, was jetzt die Standardprobleme der frequentistischen Inferenz zeigt. Also etwas, was in der frequentistischen Inferenz immer wieder gemacht werden soll für jedes Modell, was man aufstellt. Sie sehen, dass hier das Diagramm zumindest so ein bisschen das spiegelt, was wir auch davor zu sehen hatten. Also diese vertikale Linie soll also hier wieder die Grenze darstellen zwischen Realität und Wissenschaft, wie auf der Folie zuvor. Hier heißt es jetzt Wirklichkeit und Wissenschaft. Und unsere Annahme ist, dass in der Wirklichkeit also einfach statistische Zusammenhänge existieren, die beschrieben werden durch irgendeine Wahrscheinlichkeitsverteilung, P, mit irgendeinem wahren, aber unbekannten Parameter. Den nennen wir Theta. Ja? Das könnte zum Beispiel der Erwartungswert-Parameter eines Normalverteilungsmodells sein.
Ja, also wenn wir jetzt von diesen einfachen Einstichproben-T-Testmodell ausgehen, dann wären also hier μ und Sigma Quadrat, das heißt der Erwartungswert und die Varianz der Normalverteilung, die werden dann unser Theta. So, und wir werden nie den wahren, aber unbekannten Wert des Thetas kennenlernen, aber wir wollen zumindest auf Grundlage unserer Daten approximative Aussagen treffen. Ja? Wir samplen also diese statistischen Zusammenhänge, diese stochastischen Prozesse der Welt und erhalten dadurch Daten, zum Beispiel in Form so einer Datenmatrix hier. Das ist dann die Realisierung dieser Zufallsvariablen. Und dann haben wir drei Ziele. Erstens Parameterschätzung. Ziel bei der Parameterschätzung ist es, einen möglichst guten Tipp abzugeben für den wahren, aber unbekannten Parameter. Dieser Tipp wird dann Theta-Dach genannt und die Idee ist natürlich, dass Theta-Dach möglichst nah an den wahren, aber unbekannten Parameter ankommt. Dann zweitens Konfidenzintervalle. Wenn man Konfidenzintervalle aufstellt, will man also basierend auf der angenommenen Verteilung der Daten Aussagen über die mit den Parameterschätzern verknüpfte Unsicherheit machen. Zum Beispiel will man so ein Intervall bestimmen, das dann eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, den wahren Parameter zu überdecken. Ja, das kennen Sie dann unter dem Stichwort 95% Konfidenzintervall. Und drittens Hypothesentests. Also Ziel bei Hypothesentests ist es, dass man wiederum auf der angenommenen Verteilung der Daten, auf Grundlage der angenommenen Verteilung der Daten, entscheidet, ob der Parameterwert in einer von zwei sich gegenseitig ausschließenden Regionen des Parameterraums liegt. Ja? Diese beiden Regionen sind typischerweise einfach Parameter ist 0 versus Parameter ist nicht 0. Das ist das, was Sie aus den klassischen Hypothesentests kennen. Man will wissen, ob der Unterschied zwischen zwei Versuchsbedingungen 0 ist oder ob er nicht 0 ist. Und wenn er nicht 0 ist, dann freut man sich. P kleiner 0,05, dann kann man das nämlich publizieren. Gut. So, es ist wichtig zu verstehen, welche Annahmen die frequentistische Inferenz macht in ihrem Bemühen, diese Probleme zu lösen. Ja? Also wir gehen jetzt mal hier davon aus, dass ein Inferenzmodell gegeben sei, es wird hier als kalligraphisch M bezeichnet, und dass also die Annahme macht, dass Y1 bis Yn unabhängig und identisch verteilt sind, gemäß der Wahrscheinlichkeitsverteilung P Theta. Und wir gehen weiterhin davon aus, dass unsere gemessene Datenmatrix eine konkrete Realisierung, eine der vielen möglichen Realisierungen dieses Zufallsprozesses ist. So, aus frequentistischer Sicht ist es jetzt so, dass man eine Studie im Prinzip, also zwar nie konkret, aber zumindest im Prinzip, in Gedanken oder im Computer, unendlich oft wiederholen kann. Und jedes Mal erhält man wieder eine Datenmatrix aus der zugrunde liegenden Wahrscheinlichkeitsverteilung und jedes Mal kann man wieder Parameterschätzer aus dieser Datenmatrix berechnen. Das heißt also, wir hätten jetzt hier zum Beispiel Studie 1 erzeugt Datensatz 1, Datenmatrix Y1, aus der können wir das Stichprobenmittel Y quer 1 berechnen. Studie 2 erzeugt Datensatz 2, Datenmatrix Y2, aus der könnten wir das Stichprobenmittel Y quer 2 berechnen. Und so weiter und so fort. Und die Idee der frequentistischen Inferenz ist jetzt, die Qualität der statistischen Methoden zu beurteilen, indem man nach der Verteilung dieser Statistiken fragt, basierend darauf, dass die Datenmatrix eine bestimmte Verteilung hat. Also gegeben, dass die Zufallsvektoren Y1 bis Yn so und so verteilt sind, was wäre dann die Verteilung der Zufallsvariable y quer, also zum Beispiel des Stichprobenmittels. Und wenn eine statistische Methode entsprechend dieser Beurteilung dann gut ist, dann bedeutet das, dass sie bei häufiger Anwendung im Mittel zu guten Ergebnissen führt. Für den einzelnen Fall eines konkreten Datensatzes kann sie natürlich trotzdem zu schlechten Entscheidungen führen. Also natürlich haben alle unsere Tests eine Falsch-Positiv-Rate. Und deshalb
haben wir auch für Null-Hypothesentests, beispielsweise im Signifikanzniveau, dass die Falsch-Positivrate kontrolliert. Wir können die Falsch-Positivrate nicht eliminieren, wir können sie immer nur unter ein akzeptables Niveau kontrollieren. Das ist das, was frequentistische Inferenz macht. Gut, hier haben wir jetzt nochmal die drei Standardprobleme der frequentistischen Inferenz in verbalisierter Form. Diese Folie überspringe ich jetzt, weil ich das schon erklärt habe. Und dann wären wir am Ende angekommen und die Frage wäre, ob Sie noch Fragen haben. Oder ob es Unklarheiten gibt. Gut, ja, wenn es keine Fragen von Ihrer Seite gibt, dann sehen wir uns morgen zum Seminar Thema Normalverteilung oder nächste Woche zur Vorlesung, da ist dann das Thema multivariate Varianzanalyse. Alles klar.